Wir suchen dich. Berufsinformation für technische Lehrberufe aus erster Hand. Am 21. Jänner beim Tag der offenen Tür im Böhler Ausbildungszentrum Kapfenberg. Ziel des Montanterminals Kapfenberg ist die konsequente Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Das Unternehmen spezialisiert sich dabei vorwiegend auf montanistische Güter. Die benötigten Container brauchen dementsprechende Lagerkapazitäten. Derzeit finden sich bis zu 1000 Stück am Betriebsgelände des Terminals. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird zukünftig mehr Lagerfläche benötigt werden. Von Seiten der Stadtgemeinde hat das Vorzeigeunternehmen stets große Unterstützung bekommen. Auch für die weiteren Expansionspläne zeigt man sich aufgeschlossen. Für diesen Wirtschaftsstandort, die Obersteiermark, speziell Obersteiermark Ost, ist es was Einzigartiges. Und ich glaube, dass wir hier natürlich, wenn wir so weiter uns entwickeln, vorbildhaft unterwegs sind. Und wenn unsere Industrie wächst, dann ist es nur naheliegend, dass auch mehr Rohstoffe gebraucht werden. Aber nicht nur Rohstoffe, wir transportieren ja auch andere Güter von hier weg. Dass natürlich auch dieses Terminal wachsen wird müssen für die Zukunft. Neben dem Ausbau des Betriebsgeländes ist auch eine Verlegung der Zufahrtsstraße geplant. Es ist angedacht, also dass es eine direkte Zubringung zum Montanterminal von der Abfahrt von der S6 gibt. Das würde natürlich für uns ein riesiger Vorteil sein, nicht nur von der Kostenseite, auch Emissionseinsparungen wären dadurch gegeben, auch wenn es nur ein kleiner Teil der Strecke ist und nicht zuletzt auch die Zeitersparnis. Und was natürlich das Wichtigste ist, dass also die Kreisverkehr in Kapfenberg dadurch massivst entlastet wird. Kein anderes Unternehmen kann zwei Verkehrssysteme derart gut kombinieren wie der Kapfenberger Montanterminal. Getreu dem Motto Future Logistics leistet man einen nachhaltigen ökologischen Beitrag. Hier kombiniert sich einerseits die Kraft der obersteirischen Industrie mit innovativen Umweltgedanken. Und das ist eine, denke ich, sehr, sehr gute Idee und eine gute Lösung bis jetzt. Und wenn man das ausbaut, kann das nur von Vorteil sein. Ein Vorteil nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern natürlich für die gesamte obersteirische Wirtschaftsregion.